Der Direktor der Pariser Elite-Universität Sciences Po ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Richard Descoings wurde unbekleidet im luxuriösen Michelangelo-Hotel im New Yorker Stadtteil Manhattan entdeckt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Ein toxisches Gutachten soll Aufklärung bringen. In Paris ist die Trauer groß. Descoings war 16 Jahre lang an der Universität tätig. Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy würdigte den Verstorbenen als großen Staatsdiener, der sein ganzes Leben der Bildung gewidmet habe. Der 53-Jährige wollte in New York an einer Konferenz der Columbia University teilnehmen. Als er nicht zu der Veranstaltung erschien, versuchten Kollegen vergeblich, ihn zu erreichen. Angestellte des Hotels fanden Descoings später tot in seinem Bett. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es laut Ermittlern aber bislang nicht.